Aber der Ring miteinander zu einer neuen Woche, zu einer neuen Folge von Weideack, den DBDX aus Mittelfranken. Wir räumen jetzt mal die ersten schimmlichen Ballen weg und dann schauen wir weiter. Es ist soweit, der Quaderball ist weg. Ich kann ran an die schimmligen Ballen. Vielen Dank für die ganzen Kommentare, die wir gekriegt haben. Da waren noch einige dabei, Biogas oder sonst irgendwas, aber ganz ehrlich, ich will ja die organische Masse bei mir im Betrieb lassen. Ich will ja die nicht irgendwo hingeben. Also die kommt bei mir auf die Miste und fertig. Das dachte ich mir halt, vielleicht hat irgendjemand eine Idee, wie man das da so. Naja. Aber egal, ich werde die jetzt einfach mal im ersten Schritt versuchen, da hochzustellen, Netz wegzumachen. Die dürfen dann da ein paar Tage draußen stehen. Der Mist kommt eher stand. Der liegt da eh noch ein bisschen. Und dann werde ich die irgendwann mal mit dem Rückewagen, wenn wir den wieder dran haben, bevor wir den abhängen, fahre ich hoch und zerteile es mir ein bisschen die Ballen, weil ich bin eh gespannt, ob ich da jetzt gut hochkomme. Da hinter der Halle werde ich die mal auf die Wiese jetzt schmeißen. Weil es ist natürlich jetzt vom Wetter her, ich habe gestern schon mal ein bisschen was hochgefahren, da was anderes, wegen was anderes musste ich hoch. Oh, rutscht schon weg. Das probieren wir jetzt mal aus. Los geht's mit Ball Nummer 1. So, Allrad ist drin. Und dann schnappen wir uns mal Ball Nummer 1 und schauen, wie das funktioniert. Ganz easy peasy. Echt schade drum um so Futter, hey. Aber ja, wir behalten die organische Masse da. Das wird dann wieder auf die Felder gestreut. Das ist zumindest der kleine Trost an der Sache. Auch jetzt interessant gewesen an den Ballen, an den Quaderballen. Die haben tatsächlich länger gehalten als Rundballen. Also die Info war, es ist ein bisschen mehr als ein Rundballen. Warum liegt denn da Ast drin? Wir hatten hier echt den Arsch offen. So ein Ballen, so ein Rundballen, 1,20er Ballen, langt man 6 Tage, ca. 5-6 Tage für die Jax. Und der hat jetzt 8 Tage locker gelangt. Also das ist auch nochmal gut. Hilft uns auch nochmal ein paar Tage weiter in der ganzen Geschichte. Ein paar Silo-Ballen haben wir ja trotzdem noch, 4-5 Stück. Die werde ich jetzt dann auch langsam mal verfüttern. Die stehen wir da hinten noch, also die rechts, die links können wir nicht. Ja, da jetzt wollen wir mal gucken. Da oben liegt schon einer, da liegt der andere, also der Ballen, der, wo wir quasi festgestellt haben, dass es soweit, also das, wie wir das Ergebnis gekriegt haben, dass alles schimmlig ist, haben wir da oben einen gehabt. Jetzt überlege ich aber, was ich tue. Wir kommen hier schon gut ins Rutschen. Ich glaube nämlich, Fahrer nein gewesen. Das müsste jetzt bei der Witterung gehen. Wir haben schöne Minusgrade. Aber jetzt hier von der Straße irgendwie schräg zu stehen, da glaube ich, mache ich mir keine Freude. Deshalb werde ich jetzt einfach hier Ballen für Ballen herstellen. Schnell auf, bis alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Wo geht dann auf? Da. Also man sieht es hier auch. Das ist schon, ja,
Das war zu feucht, die ganze Schose. Schade, schade, schade. Das siehst du, wie das da staubt. Und da ist er jetzt wirklich stark befallen, das ist aber auch, weil er am Rand stand. Aber diesen Staub, den man hier sieht, seht ihr das? Den habe ich eigentlich ständig gehabt, wenn ich die Ballen auseinander habe. Jetzt könnten wir vielleicht mal zur Demonstration einen Ball nochmal aufgabeln und schauen, dass wir da wirklich die letzten Reste an Netz rauskriegen. Da will ich nichts am Acker haben und schon gar nichts in meinem Miststreuer. Ne? Okay, was ist denn da los hier? Der komplette Rhein hier. Hat deutlich. Wenn die weiter mal jetzt reinkommen, spätestens hier wird er staubig. Jetzt kriege ich nicht mehr auseinander. Er ist hier schon gestaubt und innen wird es noch viel schlimmer. Mal mit dem jetzt. Schmeißen wir unten runter. So. Und es ist ja für mich vor allem Nummer sicher zu gehen. Hier los. Jetzt gar nicht weiter. Mal bloß die Wiesen kaputt. Ich mache das mit dem Rückewagen, so wie ich es mir gedacht habe. Und dann kicken wir weiter. Aber es geht. Es könnte sehr ausgehen. Also die Ballen. Ein paar Ballen darauf kriegen. Ich habe ja oben bei den Quaderballen auch noch andere stehen. Noch andere Rundballen. Und da sind auf jeden Fall 6 Stück dabei, die ich nach dem 15. Juni, da habe ich Schnittzeitpunkt gehabt, also die nicht aus diesem nassen Schnitt stammen, die werde ich natürlich schon nochmal kontrollieren und prüfen, aber da muss ich jetzt erst ein paar Quader wegmachen, dass das funktioniert. Wunderschönes Wetter. Minus 3, 4 Grad, ein bisschen Schnee. Was kann es Schöneres geben? Ich melde mich wieder, wenn wir weiter sind.
Ja, da ist jetzt schon mal ein gescheiter Haufen. 10 Ballen sind jetzt schon da. Und es hat besser geklappt, als ich dachte. Also mit ein bisschen Rütteln geht's. Und Leute, hier sieht man es. Das ist das Extremergebnis, ne? Mein Sohn hat jetzt keinen Ballen ausgeschaut bei mir. Sowas hätte ich natürlich niemals verfüttert. Aber paar, das staubt schon wieder. Ja, das war die Ernte dieses Jahr. So ist es. Learning by doing. Jetzt hole ich mal noch 2 Sinne Hunden. Die hole ich noch. Dann tun wir das noch ein bisschen gemeinsam verteilen. Und dann holen wir die 9. So, jetzt haben wir alle da. Ein bisschen aufreißen und genau das. Perfekt, das langt mir schon. Das gleiche machen wir mit dem noch und da unten noch 2. Immer wieder, also auch da sogar unten Schimmel und gelagert waren sie echt gut. Also haben wir alles richtig gemacht. Oh nö, jetzt komm. Dann machen wir die unten noch. Das hätte sie eingrenzen hier. Da bin ich auch froh. Ich habe nur überlegt, ob ich auf die andere Miste, die wir jetzt fahren, noch was hinbringe, aber das passt hier alles hin. Wenn es hier zu viel geworden wäre, na, hätte ich das gemacht.
Silo-Ballen. Das kleine Spielzeug da mal. Ja, hier haben die Jungs ein bisschen Heckenpflege betrieben. Mein Pupp und die Nachbarsjungs. Ja, jetzt muss ich mir ein bisschen schauen, wie ich da hinkomme. Aber ich habe gesagt, die können ja gerne in die Hecken was abhauen, bevor sie uns daheim die Hecken niedermachen. Gucken wir, ob ich da hab's dann einen Ballen rauskriege. Ja, super, Jungs. Oh mein, hey! Riecht sehr gut. Aber gut, dass mein ganzen Bein leckt. Ich wollte doch das erst wegtun hier. Mann ey, Mann ey, Mann ey. Naja. So, dann kriegt ihr jetzt mal ein bisschen was. Ja. Da füttern wir das jetzt mal weg. Natürlich auch nicht gut, wenn der so offen ist jetzt. Aber die müssen es halt in der Badach wegmachen. Warum füttern wir jetzt eigentlich Silo? Ja, weil es halt mit da ist. Wir haben so 4-5 Ballen. Es ist keine Mais-Silage, es ist eine Gras-Silage, es ist alt, es ist keine pure Energie. Und es ist im Winter schon mal ein bisschen ein Gutzell, ne? Dann holen wir mal noch einen Quader. Ja, dann haben wir schon fast. Die eigentlich auch gleich mitnehmen. Klappt das?
Pam, pam, pam. Ups. Ja, eine geht noch drauf, dann ist Schluss. So. Na, und hier sind schon noch mal Ballen drin. 6 Stück auf jeden Fall vom anderen Schnitt. Die werden alle durchprobiert. Ganz so verschwenderisch wollen wir dann doch nicht sein. Ist glatt. Aber geht. Es sind halt echt schön zu händeln, diese Quaderballen. Also da glaube ich, werde ich nächstes Jahr umsteigen von Rund auf Quader. Kann ich eine Länge haben, wie ich will. Das heißt, wenn es da oben was weiß ich, 2 Meter, 1,90 Meter lang mache, dann kriege ich da 2 rein nebeneinander, habe rechts die Lücke nicht. Unten habe ich ein wenig das Problem, weil da sind die natürlich perfekt, bei 2 Meter kriege ich keine 2 nebeneinander. Aber das sehen wir mal. Wir werden nächstes Jahr nicht so viel Heu haben, dass uns beides proppevoll wird. Deshalb sind das mal noch keine wichtigen Gedanken jetzt. So. Wie macht man eigentlich intelligent so Quaderballen auf? Ich habe jetzt für mich, ich mache jetzt mal die Schnüre auf, bevor ich ablasse, weil dann kann ich die Schnüre wegtun. Wenn man den dann verfüttert, dann sind die Schnüre immer im Weg. Ja. Die kriege ich jetzt auch nicht raus. Naja. Muss ich auch nicht. Oder? Doch. Die kriege ich raus. So Leute, jetzt fahre ich mal raus. Und dann könnt ihr wieder in Ruhe, habt ihr wieder Ruhe. Jawohl, zufriedene Jacks. Endlich wieder Futter drin und da sieht man es jetzt, der ist glaube ich, hört jetzt kein Meter einstecken, 2,10 Meter ist er glaube ich. Ne, das kann ja auch nicht sein. Oder doch, naja, kann schon sein, der stand jetzt bis hier. Ja, der wird 2,10 sein. Das wird hier passen, das war fast da ein bisschen breit, das heißt, ich glaube, wenn ich diese 1,90er nehme, dann passt das schon, dann könnte es gehen. Mal schauen, wie das wird. Da passen die schön in die Halle rein. Ich habe es schöner zum Schlichten. Ich habe es schöner zum Transportieren. Und wenn ich einmal eine Raufe brauche, dann kaufe ich mir eine Großballenraufe, wo ich wo ich die halt auch nicht bringe, ne? Wenn man mal doch auf der Weide dann füttert. Was ja, denke ich, irgendwann einmal der Fall sein wird. Hey, Friedel. Ja, der Junge da hinten braucht Heu, hä? Das ist schon so ein großer Kerl. So ein großer bist du. Schau mal.
Schau mal, Friedel. Hey, Friedel. Schust. Na, zeig mal. Na, da können Sie da auch hin. So. Dann schauen wir mal, wie es den zusammenfressen. Die Silobahnen sind okay. Bei dem jetzt nichts Auffälliges gesehen. Das passt. Dann machen wir jetzt mal zu und machen mal Mittag. Mist fahrt noch weg. Und dann ja, werde ich ein bisschen Büroarbeit machen. So fit bin ich noch nicht. Also mich haut es wirklich abends um 8 Uhr haut's mit zusammen. Und dann sagt der Körper dann, bleib mal ruhig hier. Aber ich mache im Moment auch nicht wirklich mehr als das Nötigste. Die Ballen, das muss sein, die Tiere müssen versorgt werden. Aber mehr machen wir im Moment nicht. Irgendwelche Spielchen, Späßchen. Habe ich die Mülltonne schon wieder oben? Ja, gut. Also, habe deri. Na, schauen wir mal, Leute, was wir für Wetter haben, hä? Schiedwetter. So. Was macht man bei so einem Scheißwetter? Ich winde da noch ein paar Maschinen ein. Das Wasserfass kommt weg, das Kitschel kommt weg und die Ihn kommt weg. Irgendwann kommen ja diese Köschbretter da weg. Da habe ich die Kösche liegen. Die habe ich dazwischen gelagert, weil ich, was habe ich gemacht? Ach, ich glaube, seit ich den Grupper hochgestellt habe oder so. Nee, bis halt ihr an die Ballen ran wollt. Das sind zwei verschiedene Stärken. Hier und da. Und die will ich jetzt dann besäumen. Da haben wir jetzt schon einen Plan gemacht, wie mein Kirschregal, was ich brauche. Und dann kann ich ja dementsprechend effizient raussägen. Aber darum geht es halt nicht. Ich will noch die Sachen da reinfahren. Hier kommt nur das Fass rein. Da tun wir deswegen weg und deswegen weg. Rückewagen müsste dann weiterhin noch schön Platz haben. Ein bisschen weiter rechts dann reinfahren. Das geht. Haben wir letztes Jahr auch gehabt, da stand der Tandem drin. Der steht jetzt aber aus hackschnitzeltechnischen Gründen eigentlich immer drum. Genau, das kommt, weil eigentlich war der Plan, dass der Grupper heute geholt wird. Aber dem ist nicht so. Aber erzähle ich euch gleich. Jetzt machen wir was. Ja, jetzt müssen wir doch mal gucken, ob wir Kugeln dran haben. Haben wir dran, sogar kleine. Dann hätte ich gesagt, nehmen wir als erstes einmal die Ihn mit auf, oder? Ja, die Ihn nehmen wir auf und wenn die abgehängt ist, dann können wir uns um Grupper kümmern. Das ist ein scheiß Wetter, ey. Hat er eigentlich Minusgrade ohne Ende gemeldet und Schnee, aber das ist ein bisschen Regen und plus 1 Grad. Naja. So, jetzt fahren wir mal den Mischstreuer raus und stellen dann die Ecken hinten rein. Oben steht wie immer der Joschkin, der ist schon drum, sauber gemacht. Die Ingen sind halt nur so Arbeitsgeräte. Ob man sie wirklich noch braucht, keine Ahnung, aber für so kleine Einsätze ist schon immer voll okay. Deswegen hergeben will ich es eigentlich nicht. So.
wir noch Platz haben. Naja, ein paar Zentimeter noch. Ist der Grubber verräumt, den stelle ich da vor die Hackschnitzel, weil die müssen wir eh frühestens in der Woche wieder füllen. Super. Deswegen will ich, dass ich meinen Oberlenker hinten bedienen kann. So. Also wie gesagt, der ist jetzt verräumt. Der wäre heute normalerweise abgeholt worden, aber das Transportfahrzeug ist kaputt. Deswegen bleibt der jetzt so bis nächste Woche stehen. Hier kann ich nichts hinstellen, ich brauche meine Ballen. Das Arschmann, der muss raus. Da werden wir jetzt dann da werden wir morgen wieder Hackschnitzel füllen. Da ist aber das Video schon geschnitten. Da fahren wir nächste Woche wieder zwei Kipper. Und dann kann ich jetzt hier vor den neuen Grupper unser schönes Kitschel hinstellen. Und dann nur noch das Wasserfass verräumen. Da ist doch der Großteil geschehen. Also. Dann. Ja, das muss noch weg. Jetzt schauen wir aber schnell nochmal zum Zaun hinter, weil da ist eine Leitung, hängt durch und batscht gescheit. Den mache ich schnell hier oben. Unsere wunderbare Heuburg und unsere Bassilobahn. Ja, ja. Ihr fragt euch bestimmt auch, Bastian, was ist eigentlich mit der Baustelle hier los? Sprechen wir mal anders drüber, nicht heute. Was machen wir jetzt da? Warum bist jetzt du, warum hängt das eigentlich durch? Das kann jetzt nicht vom Schnee kommen. Das Ding hat keine Bewegung gemacht. Und der ja wohl auch nicht. Da würde ich auch durchhängen. Naja, dann machen wir mal weg. Und schauen wir, dass wir jetzt einmal provisorisch irgendwo anders einhängen können. Zum Beispiel hier. So. Jetzt gerade ist eh keiner auf der Weide. Das heißt, die kann ich da einhängen. Gut, dann ist der kurze schon mal wieder weg. Ansonsten immer mal wieder schauen nach dem Zaun. Ne? Wenn man mal schon in der Nähe ist, da oben fahren wir vorbei. Da kann man hier einmal mal gucken. Ja, jetzt kommt der Schnee. Huiuiui. Ein bisschen was ist ja schon da. Wald, wenn wir jetzt abhauen, wieder gehen dürfen. Da weiß ich nicht, ob wir einen Schneebruch haben. Aber da brauche ich jetzt nicht in den Wald rein, weil bergen kann ich jetzt eh nichts bei dem Wetter. Zeit habe ich auch keine. Aber ich will mir jetzt dann immer umschauen. Mal mit der Försterin in den Wald gehen und ein bisschen einen Plan aufstellen, wie wir nach und nach unsere Fichten herausbloggern und vernünftig ein System, wie wir Naturverjüngung nachpflanzen. Ohne Kahlschläge, meine Freunde, ohne Kahlschläge. Gut, dann haben wir das hier und fahren mal down under und holen das Kitschel. So, dann ist das da oben, dann passt alles. Die Seilwinde kann wieder runter, wenn das Holzeis unten ist. Da bin ich jetzt sehr zufrieden. Gut. Jetzt noch das Wasserfass und dann haben wir es für heute. Dann haben wir es für diese Woche, liebe Leute. Na, morgen nicht mehr. So, da haben wir das Fessel, das habe ich jetzt grob abgekehrt. Jetzt gucken wir mal, wie wir das da reinkriegen.
hatte es schon mal hier drin. Aber da habe ich gesagt, der Tandem daneben, der ist doch noch breiter. Also ich muss es ja nur mal hier reinkriegen und dann neben dem Pfosten stellen. Das Fessel kommt rüber, der Anhänger kommt weg. Ein bisschen zusammenräumen und dann läuft es schon. Das Maul auf und los, ne? Aber den Fuß tun wir schnell runter. Super, super, super. Weiter rüber, es ist jetzt schon eng hier, aber weiter rüber kommen wir nicht. Und dann, oder? Könnte vielleicht noch ein bisschen, aber dann büße ich. Schauen wir mal, ob ich die Spritzen ein bisschen rumkrieg. Oh, ohne Hubwagen ist schwer. Mal schauen wir mal. Bei der Macht von Grayskull. Ich schaff's. Oh, Wahnsinn. Das ist du ein Viech. Das heißt, dann probiere ich es nochmal, dass ich es nochmal ein bisschen weiter rüber bringe. Super. Perfekt, ey. Jawohl. So soll es sein. Perfekt. Mal schnell einen Unterlichtkeil und das Glätzl da drum. Dann haben wir es. Hier bei dir. Dann haben wir uns die Jacks rein. Jetzt aber leer gekehrt hier. Na ja, schon wieder fast leer. Aber ein bisschen was ist noch da. Wir tun jetzt mal, oder ich tue jetzt mal noch Misten. Da wird noch ein gefüttert. Na? Aber Al Capone ist schon wieder rollig. Ja. Vielleicht kriegen wir es einmal mit drauf. Yes. Ja, so schönes niedriges Grunzen. Und verwirrtes Umherschauen. Ja, vielleicht müsste ich heute nicht da drin. Mal schauen, wie er drauf ist. Weil da ist dann schon ein bisschen mehr Bewegung da drin. Aber so für mich unplanbare Bewegungen, die dieser junge Mann da ausführt. Okay, Leute, das war's für diese Woche. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bleibt dabei. Denkt daran, es gibt auch noch ein bisschen Jagdfleisch. Wenn ihr wollt, Link unten, bestellt was. Ansonsten schauen wir mal, was noch in Schnee kommt. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die neue Woche und eine wunderbare Vorweihnachtszeit, Leute. Ich bin voll in Weihnachtsstimmung. Habe die Ehre.